Hallo Sven! Hallo! Wieso bist du von Leinfelden in den Schwarzwald gezogen? Ach, weil ich ein bisschen da zur Ruhe komme. Ich kann gerade keine Stadt gebrauchen, weil ich will ein bisschen Landleben haben, weil wenn ich jetzt so viel unterwegs bin, dann habe ich da meine Ruhe und komme runter. Das ist aber schon, ich sag mal, was Besonderes. Ein 26-Jähriger sagt, ich will raus aufs Land, ich brauche meine Ruhe, aber ich meine, beruflich in Anführungszeichen gibst du ja Vollgas, oder? Genau, ich gebe Vollgas, aber das ist das Schöne, wenn der ganze Trubel irgendwann zu viel ist, du weißt, wenn du Okay. heimkommst, ist Ruhe. Und dann kannst du auch in Jogging draußen rumlaufen und keinen interessiert's. Aber die armen Tiere im Schwarzwald wissen, oh, Sven kommt wieder. Er bringt sein Akkordeon gleich mit und dann geht's Rambazamba, Ja, ne? genau. Du hast schon erwähnt, als du gekommen bist, du bist echt saumäßig viel unterwegs. Erzähl. Ja, ich bin sehr viel unterwegs. Freitag war ich in Düren, Samstag war ich in Dülmen, dann war ich in Österreich. Gestern war ich, wie war das, Ralf? Wo waren wir denn gestern? In. Wo? Ja, Das ich. ist das ging Michael Jackson damals auch so. Er sagte, ne, oder Madonna sagte, hallo, Spanien, und sie war in Portugal. Ne? Also das kennt man. Ne? Ich Du bin durch. bist auf dem richtigen Weg. Und was hast du da dann immer für Auftritte? Also ist es auch so volksfestmäßig oder kann man dich auch privat buchen oder? Mich kann man auch privat buchen, natürlich. Aber momentan bin ich in ganz großen Zeltfesten unterwegs. Ist ja jetzt gerade Oktoberfestsaison, Vasenzeit und so weiter. Aber sonst geht es jetzt dann auch nach Österreich zum Abrisski Oh und ja. danach geht es zum Karneval in Ja, den Hanna hat nur Ruhrpott. gefragt, weil ein 26 Jahre gut aussehender junger Mann, der Akkordeon spielen kann. Ich glaube, du hast schon gerade in dein Portemonnaie auch reingeguckt. Ne? Was kostet das so, wenn man dich so bucht? Das sage ich jetzt nicht. Okay. Aber du hast uns ja geschrieben, es gibt einen neuen Hit, ja, und du warst ja vor Jahren hier, Ja. hast schon gespielt hier live und du bist eine geile Sau, das darf man so sagen, auch Dankeschön, in dem danke. Bereich. Ne? Und du hast was Neues am Start und bist davon so begeistert, dass du gesagt hast, wir wollen das jetzt alle teilen. Genau. Und da es jetzt Millionen Menschen gibt, die gerade jetzt vom Radio sitzen und sich denken, na toll, auf dem Vasen kann ich auch nicht, hocken ganz Tag bei der Arbeit, versuchen wir doch jetzt ein bisschen mit dir Vasenstimmung ins Radio reinzukloppen. Genau. Okay? Ja. Und du hast ein wunderschönes rotes Akkordeon. Also eine steirische Harmonika. Sicherlich, Ja. sicherlich. Aber darf man Akkordeon sagen? Nee, Akkordeon hat ja Klaviertasten. Ach, das weiß ich doch nicht. Ist das dann eine C-Harmonika oder was ist Ja, das? genau. Also Und das C-Harmonika. da jetzt? Was ist das da jetzt? Ja, eine C-Harmonika. Ziehharmonika. Und was ist das? Akkordeon ist auch eine Ja, C-Harmonika. Akkordeon hat ja die Diese Dinger Klaviertasten. noch. Ja, genau. Und was hast du da dran? Heb mal hoch, Sven. Knöpfe. Das ist ja so kleinlich, kann man ja wohl auch nicht sein. Ne? Das, ich habe halt Doch, Knöpfe. sieht man doch. Ja, Schau doch aber mal. so kleinlich muss man doch nicht sein. Das sind das doch trotzdem macht doch dieselbe schöne Musik. Ja, genau. Ja, also, stellen wir Was uns ist denn schwerer? ein Akkordeon. Ja. Also von dem Gewicht meinst du? Nee, Zum Spielen zum meinte. Spielen. Boah, das kann ich nicht sagen, weil ich Akkordeon ja nicht spiele. Aber du könntest es Okay. spielen. Ja, wenn ich mich da reinsteigere und. Aber jetzt automatisch nur, weil man Ziehharmonika spielen kann, kann man nicht Akkordeon spielen. Nein. Ha! Kannst du diese langen Busse spielen, die überall rumfahren? Was? Was? Ja, die haben doch Ach auch so. in der Mitte so ein Ziehharmonika-Ding. Kannst du die. Ah, oh, nee, okay. Nee. Gut. Jetzt fangen wir an. Wir wollen versuchen mit einem echten Router-Akkordeon. Nein, wie heißt das? Steirisches. Steirische Harmonika. So. Mit einer Router steirischen Das wird Harmonik. nichts mehr. Und was ist da drauf? Da ist sogar ein Bild drauf, wenn du es auseinanderziehst. Oh krass, was Ein ist das? Sonnenuntergang. Oder ist es der Höllenfeuer? Ein Sonnenuntergang. Okay. Okay, dann wollen wir jetzt versuchen, ein bisschen Ja. Vasenstimmung ins Radio zu bringen. Ich würde sagen, stellt euch vor, die Kaffeetasse vor euch im Büro wäre Ist die jetzt die Maß. Maß. Und links daneben der Kugelschreiber ist die Butterbrezel und so weiter. Butterbrezel? Ja, egal, weil es gibt normale Das Brezeln. halbe Händel ist es. Deshalb, ja, viel Spaß Ja. beim Essen. Okay, dann hau mal rein. Wie heißt das neue Stück? Da sitzt der Müller. Da Warum sitzt der Müller. Müller? Da, weil es Millionen Müllers in Deutschland gibt. Also für alle Müllers, aber auch für alle, Oh, die eben. die BVB-Fans, die werden jetzt nicht zuhören wollen, nachdem sie 5-1 kassiert haben und der Müller zwei Dinger reingenagelt Also los geht's. Da sitzt der Müller bei einem Bier. Was macht der Müller schon wieder hier? Das ist der Knüller, wo ich auch bin. Da sitzt der Müller schon mittendrin. Schalalalalala. Also ich hatte Vasenstimmung. Hanna hat schon ihre Klamotten weggeworfen. Wir sind alle Oh, nackt. sexy. Jetzt Moment. wird's gefährlich. Hanna, du bist ja richtig hübsch. Nee, aber das ist so, das reißt dann gleich vom Hocker, ne? Finde Ja, ich. also der Müller funktioniert momentan sehr gut. Es haben auch schon einige Stars aus der Partybranche angerufen und Ja. nachgefragt, was ich mit dem Song mache. Und Okay. ich sage, ich bringe ihn selber hoch.
aber es ist jemand ganz Großes dran interessiert und mal schauen, was sich so ergibt. Also, aber was bedeutet es dran interessiert? Darfst du dann trotzdem mitsingen oder hast du dann einfach nur die Rechte? Vielleicht gibt es auch ein Featuring. Die Rechte sind okay. So bei mir. Ja, okay. Ja, es bringt natürlich weiter nach oben. Ja. Aber ist es auf jeden Fall klar, wenn du das Ding jetzt nach 2-3 Mal hast, das ist sehr wild. Ich finde, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Würdest du denn, wenn jetzt haben wir ja schon wieder, wir haben dich vor 2 Jahren haben wir dich hier live gehabt, jetzt haben wir dich wieder hier, wenn du jetzt dann Millionär wirst, Milliardär wirst. Werden wir dann endlich beteiligt? Wirst du wiederkommen? Nein, dann wirst du wieder zu uns kommen. Natürlich, ich verspreche Radio Antenne 1. Versprichst du? Ja, natürlich verspreche ich's. Okay, alles klar. Dann wünschen wir dir alles Gute. Wo geht's jetzt für dich noch hin? Ja, jetzt geht's erstmal ins Tonstudio. Ich mache mein zweites Album, jo, weil ich habe das erste raus und so Richtung Ende Februar nächstes Jahr möchte ich mein zweites Album rausbringen. Cool. Ich hätte noch eine super Idee, vielleicht kannst du die mit aufnehmen. Aber es kam ja mal so beim Schlafen, das gibt es doch noch nicht leider. Und zwar, man könnte auch zum Beispiel singen, atemlos durch die Nacht. Ich glaube, das könnte funktionieren, gibt es auch noch nicht. Ich würde es dir verkaufen, wenn du wolltest. Nee, danke schön. Alles Gute und schön, dass du da warst. Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Und liebe Grüße an alle Zuhörer. Liebe Grüße, euer Sven Skutnik. Cool. Ich finde, der Name ist schon so geil. Ne?